Morgens, hier ist wieder euer Dutchman. Ja, wir haben ja zuletzt hier die Höhle erkundet und heute möchte ich mit euch mal ein bisschen bauen. Ne, hier schmort noch unser Eisen und wir begeben uns mal an die Baustelle, denn ich möchte mal ein bisschen zeigen oder demonstrieren, dass man auch anders bauen kann als immer nur rechteckig. Damit habe ich nämlich schon in letzter Zeit ein bisschen experimentiert. Sowohl bei der Minecart-Station in voller Löcher als auch bei der Minecart-Station in Philomin 2. Da habe ich nämlich einen sechseckigen Grundriss verwendet. Und den werden wir uns hier mal angucken. Wer schon länger dabei ist, der erinnert sich vielleicht noch an Hangover Castle, an die Minecart-Station dort. Die hat ja auch so einen sechseckigen Grundriss und den schauen wir uns gleich mal an. Und hier bei Filament 1, da möchte ich nämlich das nochmal ein bisschen erweitern, indem ich so mehrere Sechsecke aneinandersetze. Und ihr seht, hier ist es im Prinzip ein Quadrat mit abgeschrägten Ecken. Ja, was ich hier habe. Holla. Ja. Und dadurch kriegt man aber auch schöne Formen hin, beziehungsweise dann auch hier ein bisschen so Symmetrie, da kann man auch noch ein bisschen was mitmachen. Ja, mit den Seitenlängen und mit dem Verhältnis der diagonalen Seiten zu den geraden Seiten, sage ich mal. Jetzt hier in Bezug auf die Minecraft-Welt bezogen das Ganze. Eine Menge Material, was ich beim Erstellen der TNT-Küste schon beschafft habe, kann man so sagen. Habe ich hier schon beiseite geschafft und sozusagen bereitgelegt. Und ich werde diesmal viel arbeiten mit Sandstein, den wir natürlich dabei haben. Eventuell hier auch noch diese Prismarinziegel von dem Unterseetempel mit einsetzen, um da noch ja, Akzente zu setzen. Und den Stein werde ich aber umwandeln in Steinziegel. Weil einfach Stein ist ja das natürliche Material, das werde ich sicherlich an einigen Stellen auch noch haben. Aber so hier zum Akzentuieren nehmen wir die mal mit. Nicht zu viel davon. Na, wir haben doch. Ich kann auch davon noch einiges mitnehmen. Da sind auch einige na, Pseudopolis? Nee, in Aquamarina. Liegt noch einiges von dem Zeug rum. Und ja, Türen werden wir brauchen. Erstmal. Ja, das soll's. Soweit erstmal sein. Schauen wir uns erstmal das Gelände vor Ort an. Denn daran macht sich das ja immer fest, dass was und wie gebaut wird. Ja, das ist ja auch was, was meinen Baustil kennzeichnet und meine Gebäude, dass die halt doch ja immer so an der Landschaft ja nicht unbedingt ausgerichtet sind, aber sich danach auch richten. So, dann schmeißen wir hier auch einfach mal das Eisenerz noch mit rein, dass das so lange erstmal weggeschmolzen wird, bis wir hier fertig sind. Ja, der Ausgangspunkt wird hier sein die Minecart-Station. Und zwar die Länge der Minecart-Strecke mit Beschleunigungsstopp und Wiederbeschleunigungsstreifen hier oben zwischen den beiden roten Redstone-Blöcken. Das wird quasi der Ausgangspunkt oder die Fläche meines ersten Sechsecks, was ich hier ziehen werde. Und das werde ich mit Cobblestone machen. Das heißt, die Fackeln kommen hier erstmal weg. So. Und hieraus wird dann die erste sechseckige Fläche entstehen, die dann einfach nach unten verlängert wird und daran
werde ich dann ja quasi wie Terrassen weitere Sechsecke ranhängen. So. So, und dann ziehen wir das. Hier habe ich ja quasi schon eine Seite. Also wird im Prinzip wieder so ein Rechteck mit abgeschrägten Ecken. Dass ich hier also schon reingehe. So. So. Und dann schauen wir mal, wie weit, dass wir hier also auch eine passable Seitenlänge haben, beziehungsweise auch ein Stück weit noch hier rüber reichen. 1, 2, 3. Das ist dann schon fast zu wenig. Eigentlich möchte ich die 3 dann hier als als Infield sozusagen haben, um halt hier die Diagonalen mit einer Steinart zu machen und die anderen dann die Seiten auch wieder mit einer kontrastierenden Steinart dann zu schmücken. Und ihr seht, da unten haben wir einen Höhleneingang. Ja, da wird also nochmal mit Sicherheit dann auch nochmal so eine Terrasse anschließen. Machen wir das erstmal hier. Zack, dass wir hier die Fläche haben. So. Weit so gut. Machen wir da noch einen raus? Ne, wir haben zwei Ecken. Ja, und damit habe ich jetzt hier oben hier eine Seitenlänge von 5. Beziehungsweise dann hier 3, 3, 3, nochmal 5, 3, 3. Ist also quasi so ein bisschen gestaucht, gedrückt, was weiß ich, als Rechteck. Und da ich essen muss, bin ich immer noch nicht im Hasenfußmodus. Deswegen lege ich mich einfach mal kurz schlafen. Ja, mal sehen, eine Bausession mit Monstern, was das wird. So, der nächste Schritt ist dann, dass ich hier die Pfeiler setze. Also ich mache meist erst die Diagonalen. Ganz gerne. Und die mache ich mal einfach mit den Prismarinziegeln. Denn das hier wird der höchste Turm. Denke ich. Und dann werden wir erstmal hier wieder die Ecken wegnehmen. Ich habe die mir einfach, brauchte die einfach als, ja, als, ich sag mal, optische Hilfslinie. Ja, damit ich hier oben erstmal die Fläche richtig baue. Und so kommen wir jetzt so hin, dass wir da drunter den setzen können. Ne, muss man dann nachher von unten machen. Genauso hier. Und haben wir es hier? Hier können wir es machen. Ja, okay, so hätte man es dann auch an der anderen Stelle machen können. Ja, so. So. Da habe ich mich doch wieder in die Irre führen lassen. Nee, das sieht nur so aus. Zack, zack, genau. Ja. Damit kann ich jetzt erstmal hier unten wieder meine Überreste einsammeln und kann jetzt von unten mich hier hochbauen. Na, den müssen wir noch mitnehmen. Na, zack, zack, zack. Jawohl. Das war jetzt natürlich besonders klug. So, und da muss noch einer hin. Na, dann habe ich hier auch diese Dreierreihe. Wo das jetzt hier natürlich sehr spitz zuläuft, aber mal schauen, zu welchen Folgen das dann später führt, zu was mich das hier noch inspiriert.
Wichtig ist mir immer, dass ich halt die Gründung der Pfähle, also wo sie unten in den Boden reingehen, dass da das Feld darunter halt nicht von der Seite irgendwie zu sehen ist, dass das halt eben auch noch weggenommen wird. So, das schaut schon mal ganz gut aus. Dann machen wir das hier genauso. Und hier geht es natürlich dann nicht so tief in den Berg rein. Beziehungsweise das müssen wir natürlich auch nach unten durchziehen bis zu so einer Art Grundfläche, die ich hier mal mir dann festlege. Das soll ja später dann auch von innen begangen werden und sichtbar sein. Die Grundfläche für den Mineneingang habe ich hier ja quasi schon gegeben. Da kann ich dann also auch gleich hier dann eben mit Stein auffüllen. Ja. Dass ich also da auch später dann den optischen Anhaltspunkt habe. Hier meine kleine Erdfräse wieder am Werk. So. Ja, hier wird sicherlich dann auch nochmal so eine Art Ausgang sein, beziehungsweise hier schließt ja dann ein weiteres Sechseck an, was dann hier so rumgeht. Zack, zack. Und dann muss der hier weichen. Da haben wir schon den ersten Stack verbraucht. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich da oben, ja, weil da haben wir es ja richtig, da oben müssen wir es noch machen. Aha. Ich weiß, hier einen freilassen, zack. Dann kann ich hier hoch. Zack, zack. Das sollte dann folgerichtig auch da anschließen, dass ich nämlich unter dem Redstone-Block, genau, da fehlt ja noch der eine. So gehört er dahin. Oh, und jetzt, hehe. Wie macht man das jetzt? Ohne dass man hier von oben runterspringen muss. Ganz einfach. Ich baue mich hier wieder runter und klopfe das dann von oben ran. Na, das ist eine Methode, die habe ich mir, oder ist mir aufgefallen, eingefallen, als ich die Streckenpfeiler für die Minecart-Strecken gebaut habe. Ja, da war ja auch immer oben die Minecart-Strecke schon da. Ja, und auch hier der untere weg, damit man sieht, ja, selbst wenn ich das nachher dann später hier noch mit Sand ausfülle, hier ist dann sicherlich auch noch mal Platz für ein Bootshaus, ein kleines. Ja, und dann schwuppdiwupp machen wir uns an den letzten. Da können wir dank des Geländes hier gleich von oben rangehen. Zack, 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 zack. Zack. Upp. Zack. So. So, noch hier wieder mal den Grundstein nicht auf die Erde aufsetzen lassen, sondern hat noch mit rein. Okay, ja, das heißt, wir müssen uns nochmal Material holen. Oh, sehr schön, Eisen ist hier durch. Das heißt, wir könnten, wenn wir es dabei hätten, hier einfach nochmal Dings reinlegen. So. Wo ist denn das Minecart? Habe ich es etwa da in die Truhe gepackt? Ja. So, schwuppdiwupp. Na, hier oben kann ich dann schön mit Zaun das machen. Oder mir eine Umrandung einfallen lassen. Um die diagonalen Seiten auch noch zu betonen, um da diesen Aquamarinstein oder diesen
diese Prismarinziegel von der Farbe her ein bisschen aufzubrechen, kann man dann auch Steinsäulen machen. Ja. Da hat man dann noch jede Menge Möglichkeiten. Eisengitter. Die machen sich oben ganz gut. Das wäre zum Beispiel gleich eine Möglichkeit, die man da nutzen könnte, um oben das Geländer zu machen. So. Das haben wir dann auch gleich dabei. Schwupp. Und wieder zurück. So, schwupp, mein Gott. Lassen wir mal hier stehen. Ja. Und das mit dem Eisengitter, das kann man jetzt recht gut so setzen. Ja, dass man hier die Diagonale außen immer noch einfach mitnimmt. Damit man also wirklich dann auch hier, hoppla, das war dann glaube ich sogar ein zu tief, wenn wir uns dann nachher von außen mal anschauen. Ja, dass man hier also wirklich bis in die Diagonalen reingeht. Wenn man die Eisenbrüstung hier hinsetzt, wird für meinen Geschmack ein bisschen viel einfach weggenommen von der Fläche hier oben. Ja. Das Dumme ist jetzt natürlich, dass man hier keine Fackeln draufsetzen kann. Das können wir aber relativ leicht ändern, indem wir jeweils die Ecken der Diagonalen hier noch als Block mit draufnehmen. Zack, zack, Fackel drauf. Fertig. Ne? Dann sieht das auch von da aus schon ein bisschen gut aus. Schauen wir mal, wie es so lala hier von hier aus aussieht. Ja, da habe ich tatsächlich ein Eisen zu tief gesetzt. Das müssen wir mal... Das will ich mal korrigieren, sagen wir es mal so rum. So, hochgebaut und komme ich von hier aus schon ran. Ja, zack. So, und wieder die Erdfräse eingesetzt, dann sind wir unten. Und hier kommt noch der hin. So. So, jetzt habe ich nämlich hier auch eine schöne, drei Blöcke breit. Nun kann man halt dann auch schön was mit Symmetrien machen. No. Dass man also jetzt hier unten anfängt, Sandstein reinzusetzen. Und ich überlege, ob ich polierten Sandstein oder glatten Sandstein nehme. Und da fehlt mir noch was. Zwei Schneebälle, die fehlen mir nicht, die habe ich zu viel. Oh nein, ich bin auf der Suche nach meinen geliebten, geschätzten Kürbislaternen, die ich glaube ich zurückgelassen habe. Und wir fahren jetzt einfach mal die Nacht durch. Ist ja hier alles beleuchtet, allzu viele Monster sollten hier nicht begegnen und genießen einfach mal den schönen Blick auf die mit TNT geformte Küste, die ihr seht. Das sieht schon schön wild zerklüftet aus. Ich schon getrunken. Ach, und da hinten haben wir auch noch was Interessantes entdeckt. Das können wir uns dann auch gleich mal angucken. Wenn wir dann schon mal wieder hier sind. Ja, da haben wir sie schon, die bösen Buben. Ja. So, habe ich hier... Nein, habe ich hier nicht. Dann habe ich die Kürbislaternen doch noch woanders. Aber okay. Oh, Junge, du nicht. Nicht heute. Und du auch nicht. Ja. So. Ja, ihr seht hier manchmal so den Küstenvorsprung so ein bisschen abgerundet. Den Lavafall auch nach außen gemacht, damit hier auch schön beleuchtet ist.
Und hoppala, ein Stück Gravel hier drin. So. Können wir mal einfach mit normalem Sandstein austauschen. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass der normale, natürliche Sandstein diese Textur hat wie Ziegel und der glatte Sandstein die glatte Textur. Eigentlich müsste es ja so sein, dass der normal vorkommende Sandstein, dass der eine natürliche, eine glatte Textur hat. Oder vielleicht auch irgendwie gemustert, aber halt nicht so ziegelartig. Und der Sandstein, den man dann durch Verarbeitung gewinnt, der glatte Sandstein, dass der dann halt so eine Ziegelstruktur bekommt. Holla, die Waldfee. Ah, da will jemand was. Wo steckt er? Ach. Müssen wir erstmal auftauchen. Zack, und dann mal doch das Schwert. So. Haben wir es. Genau, hier haben wir nämlich durch den Geländeeinschnitt ist hier auch so eine Höhle freigelegt worden. Also vielmehr zwei Höhlen. Das ist also dann auch nochmal was für eine kommende Höhlentour. Die Kohle lassen wir hier mal drin stecken. Und ja, hier hinten beim Steinteil, da war es ein bisschen schwieriger mit TNT zu arbeiten, weil das wurde schnell zu regelmäßig. Denn der Stein sprengt sich halt nicht so weg wie der Sandstein. Ja, der ist ja leichter. Und so, hier nochmal einfach ein bisschen ausgeglichen. Ein bisschen Feinarbeit mit der Erdfräse. Ja, also beim sprengenden Stein, da wird es häufig zu regelmäßig. Da war also noch ein bisschen mehr Nacharbeit nötig, weil der Stein halt den Explosionen stärker widersteht. Und beim Sandstein, da ist dann halt eben auch mal oft Sand dazwischen und dadurch wird es beim Sprengen unregelmäßiger. Ah, komm. Na, zack, in your face. Haben wir noch einen? Da ist der nächste. Und Eggshot. Peng! Haha! In die Eier. So, das da hinten ist kein Kaktus, sondern ein Creeper. So. Und auch dich. Ha, okay, war doch ein Headshot eher. So schnell ist der Kleine rangekommen. Man könnte jetzt hier natürlich wieder Stunden verbringen und Monster jagen. Oh, weil sie sind da. Und sie kommen immer wieder. Ah! Ja, gerade so eine schöne, weite, offene Grasfläche ist natürlich ein ideales Revier, um hier Monster zu jagen und zwischendurch mal eine Ofenkartoffel zu essen. Guck mal, da hinten stehen sie. Ah, lassen wir sie mal stehen. So, ist hier noch irgendjemand ohne Fahrschein? Okay, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg zurück zu meiner Baustelle. Auf der Suche immer noch nach meinen Kürbislaternen. Ha. So. Zack, zack. Ah, komm. Na, da hinten, das Skelett, das kriegt schon mal einen Warnschuss. Ups, und dann auch noch daneben, Alter. So, da hast du jetzt aber in die Rippen. Komm, hier die Spinnen kriegen wir auch noch. So. Wenn ich alles so viel hätte wie Pfeile, das heißt, ich habe ja fast alles so viel wie Pfeile. Ja. Da brauche ich mir auch keine Gedanken drum zu machen, wenn da mal zwei oder drei
daneben gehen. Okay, hier warten wir einfach noch mal ein bisschen ab, bis das Eisenerz geschmolzen ist und packen hier dann schon mal ein bisschen was beiseite. Ungestört hoffentlich. Ja, das ist meine Kiste. So. So. Und die Pfeile auch noch beiseite. Zack, zack. So, Ofen gleich fertig. Dann hauen wir da gleich nochmal ein Stack Cobblestones rein. Damit die zu Stein verbraten werden. Und das Eisen legen wir uns hier mal beiseite. So. Dann geht's wieder zurück. Und ich trinke nochmal einen Schluck. Und da werde ich mal kurz muten, damit ich mir die Nase putzen kann. Ja, hoffentlich. Und ja, von hier aus müssen wir jetzt noch eins weiter. Ja, den Turm könnte man ruhig noch höher bauen. So, schwupp. Habe ich hier? Nein, habe ich nicht. Habe ich hier? Ja, hier habe ich sie. Meine Kürbislaternen. Meine geschätzten. Und geliebten und viel verbauten. Ja, da unten haben wir noch Höhleneingang. Ja, der muss noch schön gemacht werden. Da verstecken sich auch noch ein paar, aber das ist dann alles noch hoppala, Zukunftsmusik. Ich möchte gerne aus dem Minecart hier aussteigen. Ja, wo waren wir? Beziehungsweise, was machen wir? Zack, zack. Na, hier natürlich auch erstmal. Dann rauf. Wobei es sich anbietet, den Turm einfach hier noch ein bisschen höher zu bauen. Das können wir aber noch erstmal machen wir es hier ganz klassisch, so wie geplant. Und ebenso klassisch reißen wir das dann wieder ab, um es umzubauen. Ne? So kennt man Minecraft ja. So, zack, zack, zack. Na, und dann sieht das hier schon mal nach was aus. Hier kommen dann Zäune drauf und dann die Gartentore rein. Na, das kennt man ja auch. Jetzt aber erstmal zum Einsetzen der Wände bzw. der Außengestaltung. Und da habe ich ja hier das eine, ich sag mal, Grundniveau oder Bodenniveau, was ich haben möchte, was ja dann hier für das zweite Sechseck sich rauszieht. Und das ziehe ich mir einfach mal so als, ja, quasi Linie, als Hilfsebene sozusagen hier durch, damit ich dann nämlich, Nehmen wir Steinziegel. Den glatten Sandstein. Damit ich das nämlich hier außen quasi als Band markieren kann. So. Ist ja auch wichtig, dass man waagerechte Akzente drin hat. Und dann kann ich eben hier anfangen, das so zu machen, dass ich hier immer so ein Neuner Schema drin habe. Ja. Und wenn ich jetzt hier ein zweites Band einsetze, dann habe ich da eben auch gleich eine gute Höhe für eine Zwischendecke, weil dann meine Geschosse eben immer drei Felder hoch sind und hier eben dann oder hiermit dann auch gleichzeitig beleuchtet werden. Ich kann natürlich auch dann später und hier passt das dann zwar nicht so gut, aber damit sollte man sich arrangieren können, wenn man dann zum Beispiel hier runter hüpft.
Also ich kann hier dann natürlich die Laterne rausnehmen und dann Fenster einsetzen. No. Und wenn man das Ganze einen höher setzt, dann muss man sich nur einfallen lassen, wie man das dann ausgestaltet. Dass ich halt wirklich nach da oben hinkomme. Zack, zack, zack. Hier habe ich jetzt die Dreier. Das heißt, hier käme dann. Oder man macht einfach eine doppelte Zwischenlage. Das wäre auch was. No. So. Genau. Halt, dass man hier dann die Zwischenlage hat. Zack. Zack. Und da oben wieder. Das sind jetzt so, sagen wir mal, grundsätzliche Designentscheidungen, die man jetzt hier fällt, dass man also an einer Seite erstmal ausprobiert, wie man das Ganze so grundsätzlich gestaltet. Ah! Da wollte jemand mitreden. Sehe ich da hinten ein Skelett? Ja, ich sehe da hinten ein Skelett. Hehehe. Und noch eins. Und noch eins. Ja. So dunkel ist es hier. Setzen wir gleich mal ein paar Fackeln. Ja, damit uns so eine Überraschung nicht nochmal passiert. Ach, okay, alles. Aber alles kein Problem. Wir haben ja noch Stein hier, um das hier wieder zu fixen. Und auch von den Prismarinziegeln haben wir noch Ersatzmaterial da. Ja, und ja, schauen wir uns das mal von außen an. Schwuppdiwuppdiwupp. Ja, und so sieht das Ganze. Naja, doch. Kann man so lassen, ne? Da kann man vielleicht dann noch ein zweites Band außen rumlegen. Vielleicht auch nochmal mit den Kobbelsteinsäulen. So als grundsätzliche Designentscheidung. Kann man damit leben. Ja. Und ich habe eben, da möchte ich aber noch ein Stück Sand haben. So, ja, dass man hier schön sich so lang sneaken kann. Und hier wir jetzt unten ausfüllen. Das machen wir auch erstmal mit Sand. Ja, hier haben wir die erste Ebene. Das heißt, hier kommt dann wieder Sandstein hin. Und dann machen wir nach dem selben Schema. Ja, Sandstein, Sandstein, Kürbislaterne. Beziehungsweise Fenster. Können wir später ja immer noch umdrehen. So, dann kommen zwei Lagen Ziegel. Zack. Und dann kommt oben eine Lage Ziegel. Sandstein, Sandstein. Laterne. So, wie wir dann hier drin den Aufgang bauen, ist auch noch ein Punkt. Das kriegen wir, können wir aber alles später machen. Man kann hier an dieser Seite dann recht schön, denke ich mal, eine Treppe hochziehen. Ja, der Platz sollte da sein. So, und auch an der Seite machen wir das dann, dass wir hier oben den haben, dann einen Fall, damit wir die Kürbislaterne da reinsetzen können. Was ist das hier also auch schon? Fast fertig, ne? Und so langsam, hey, ne, muss man, wird man dann drauf trainiert, dass man hier immer die richtigen Zugänge nimmt. So, dann wird hier das innen
soweit dann erstmal fertig gemacht. Dass ich auch hier komplett den Innenraum fertig habe. Zack, zack. Zack und zack, zack, zack. Hier kommen dann noch die Prismarinsteine rein. So, und hier dann zack. Und hier noch. Hoppala, so aufgefüllt. Und dann hier noch der Boden gemacht. Zack. Ja. Stein rein. Den brauchen wir dann hierfür. So. Damit hätten wir den ersten schon mal angelegt. Zweite Fläche wäre, würde sich anbieten, die auf der Höhe dieses ersten Rings hier rauszuziehen. Ja, und dann auch ruhig an der Oberfläche auch komplett mit Steinziegeln zu arbeiten. Jetzt hier müsste sich jetzt natürlich an die Diagonale. Wieder eine gerade Seite anschließen. Ne? Und die Frage ist, ob ich die jetzt auch 3 mache. Oder ob wir hier das Sechseck ein bisschen breiter machen, anders gestalten. Es bietet sich ja hier an für den Eingang, den wir dann hier unten hinsetzen würden. Dass wir hier dann auch erstmal wieder Stein hinsetzen. Zack, zack, zack. Und jetzt ja, eine einzelne Tür und ein Fenster daneben. Ja, das heißt, dass ich dann eben hier diese eine Reihe auch wegnehme. So. Und das war dann hier. Zack, zack, zack. Zack, das haben. Dann, wie ich es inzwischen gerne mache, hier die Kürbislaterne rein. Und hier die Erde raus. Na, so. Genau, das war das. Und dann würden sich hier halt wieder die Diagonale anschließen. Und das Ganze so umziehen, das war so oben. Schwuppdiwuppdiwupp. Lass mich das mal kurz gucken. Na, das war hier oben also dann nochmal. Ja, mit einer Diagonale wieder rausgehen. Oder. Nee, mit einer Diagonale halt so umgehen. Genau, das wir hier ansetzen. Zack, zack, zack. Dann machen wir auch eine Dreier. So. Na, ich glaube, wir werden nachher noch ein ganzes Stück von diesem Hügel hier auch abtragen. Ups, okay. Aber, hehe. Jawohl, da hat der Creeper mal genau das gemacht, was man von ihm erwartet. Hier unten ist ja noch ein weiterer Zugang. Den man entweder dann von innen erschließt.
Ja, so kommen halt die Ideen beim Bauen. No. Hieran sollte man von innen, geht der überhaupt durch oder geht der nur rein? Ne, der geht auch rein. Das ist ja dann soweit schon mal was Gutes. Aber ich komme dann genau hier raus, wo ich sonst auch rauskomme. Ja, hier haben wir auch nochmal Durchgang. So, immer schön mal Fackeln hingesetzt, dass mir hier nicht allzu viele Monster spawnen. So. So, das heißt, ich kann mich aber hier drin erstmal schon mal wieder verpflegen. Yummy, yummy. Und ich sagte ja, Tür und Fenster machen wir es mal so, dass ich hier erstmal einen Block Erde jeweils reinknalle, damit ich da drüber nochmal Kürbislaternen setzen kann. Ja, brauche ich dann hier außen keine Fackeln reinzusetzen für die Beleuchtung. Und na, Arrow to the knee. Peng, da ist er. Doch nicht. Zeig mir dein Knie, Junge. Na? So, okay, gibt's den halt doch mitten in die Fresse. So. Ja, Tür. Rengel, Dengel, Dengel. Natürlich eine Eisentür. Die muss ja ein bisschen was aushalten. Na? So. Und hier, von den Eisengittern haben wir noch so viele. Die können wir auch dann hier verwenden. Ne? Ist auch für eine Mine ganz recht typisch, denke ich mal. Und kann dann entweder außenrum den Weg machen hier zu einem zweiten Eingang. Zack, ja. Das gab Kopfschmerzen. Inke. Na? So. Und ja, nicht die XP liegen lassen. So. Ich kann jetzt natürlich unterirdisch quasi von innen Zugang machen. Muss mal wieder ein bisschen wegfräsen. So. Dann hier. Das sollte schon nicht höher als so sein. Na, dass ich nämlich, wenn ich hier genauso das reinsetze, also nee, ich rede jetzt hier ein Zeug zusammen. Also wenn ich auf dieser Seite die Wand genauso bestücke, sage ich mal. Nämlich erstmal zack oben die Reihe Steinziegel hin. Dann eine Reihe Sandstein und dann drunter eine Reihe Sandstein. Zack, zack. Dann wäre nämlich quasi hier der Punkt, wo man dann zum Beispiel eine Tür machen würde, um hier raus zu gehen. Das heißt, die obere. Ach ja. Oh, das wird jetzt ein bisschen. Beziehungsweise hier würde ich ja auch eine Reihe Sandstein legen. Und auch wieder quasi das Muster nochmal so wiederholen. So. Jetzt ist die Frage, wo setze ich dann hier die obere Ebene hin? Quasi das Dach. Und da sieht es eigentlich schon. Hier muss er. Ja. Damit der Turm hier auch ein bisschen besser raussticht oder raussteht.
nicht. Oder ich mache es dann so, dass man einfach da von oben runtersteigt. Genau. Das wäre eine Sache. Dass man jetzt. Ja, das ist ein bisschen schwierig, laut zu überlegen. Ich gönne mir mal ein kurzes Päuschen. Söderle, da bin ich wieder. So eine kurze Denkpause wirkt Wunder, wenn ich jetzt nicht schon wieder vergessen hätte. Nein, was ich eigentlich als Idee hatte, nämlich, dass man hier quasi per Außentreppe runter geht und hier, das bietet sich natürlich an, 1, 2, 1, 2 und wieder eine Kürbislaterne dazwischen, dass ich nämlich diese Ebene dann hier als als Oberfläche habe. So, nicht so. Zack. Sondern so. Und auch hier das dann mit Sandstein. Was die Frage, ob man dann nee, die eigentliche Station ist das hier ja nicht mehr. Ja. Nee, hier müsste ja noch mal eine Seite ran. Das wäre dann wieder Ding. Ding, 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 denk, denk, denk. Macht sich laut immer ein bisschen schwierig. Aber wenn ich hier wieder eine Dreier dran habe und dann weiter um die Ecke oder wieder um die Ecke gehe, auch nochmal mit einer Dreier. Hier kurz wieder die Erdfräse nehmen. So, eins. Orientierung verloren. Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Hier wieder eine Reihe. Nee, das wäre dann zu lang. Deswegen würde ich hier das so machen. Und dann 1, 2, 3. Genau. Und dann hätten wir hier. Und dann haben wir hier eine Zweier. Was ein bisschen mäh ist. Ja, aber hier würde ich dann halt zack, so den Abstieg machen, den man hinkriegt. Ja. Dass der von innen nicht zu sehen ist, dann brauche ich Treppen. Erstmal wieder hier ein bisschen aufräumen. So. Einmal eine Sandsteintreppe, einmal die Sandsteintreppe. Einmal. So, eine Cobblestone-Treppe und eine Ziegeltreppe. Damit kriege ich das nämlich hier so unter, dass man es dann von innen nicht sieht. Ja, weil das dann von innen eben genauso die Steine sind, die man auch so verwendet hat. Ja, das kann ich mir jetzt, indem ich viel von außen rumlaufe. Und genau hier brauche ich auch noch einen Knopf, um die Tür aufzumachen. Den setze ich gerne immer oben rein. So, und jetzt sieht das hier nämlich unverändert aus, weil man hier die Unterseiten der Treppen sieht. Und hier, ja, ist es für meinen Geschmack ein bisschen hoch, der Raum.
Da möchte ich fast eine Zwischendecke einziehen. Und hier kommt auch noch eine Bodenplatte hin, dass die Tür automatisch aufgeht. Zack. Ja. Und voilà, dass man dann auch rauskommt, wenn man denn rauskommt. Und hier dann möchte ich natürlich auch gerne dann so ein Vordach machen, so ein bisschen. Holen wir uns mal ein paar Sandsteinextras. Beziehungsweise hier bin ich ja dann so weit, dass man. Hier kann man natürlich jetzt wunderbar hoch und raus und rein. Genau, und die hier möchte ich dann doch noch höher bauen, dass ich hier dann quasi auch noch ein Dach drüber habe. Dass der Turm insgesamt einfach ein bisschen höher wirkt. Da machen wir es dann mal gleich. Ach, da ist das Schild dann auch weg. Das müssen wir auch noch wieder hinsetzen. Zack. Zack, zack. Ja, doch, ich glaube, das wird. So. Zack, 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 zack. Na, so. Sollten wir hier dann auch noch halbwegs passendem Dach raufsetzen können. Dass das dann auch ein bisschen nach was aussieht. Und hier bin ich dafür, dass so zu machen mit Eisengittern. Zack, 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 zack. Ja, dass das hier auch ein bisschen abgeschottet aussieht. Jetzt fehlt mir hier oben natürlich wieder Licht, aber die Pfeiler bieten sich ja geradezu dazu an, da so zum Beispiel Fackeln ranzusetzen. Ich kann jetzt auch die obere Etage hier komplett vergittern, beziehungsweise das so machen, dass man hier mal so ein Dings hat und das so. Ja, doch. Zack, zack. Zack. Ja, das wird dann oben vom Dach gehalten. Genau, das sieht dann nach was aus. Söderle. So, hier mache ich dann auch erstmal weiter, dass ich mir den Boden hier reinzimmere. Und wo ich hier Erde habe, gehe ich gleich mal nach unten durch, dass ich dann halt auch von unten sehe, wie weit ich den Raum hier ausgraben sollte. So. Das sollte reichen. Ja, dass ich also die Wände hier dann halt auch wirklich nach unten ziehe. Denn die werden ja auch von innen später dann sichtbar sein. Und dann sollte ich wissen, welches Material da jeweils dran steckt. So, so. So und so. So. Das hat dann schon mal was. Das wird was. Und jetzt kann ich nämlich schwuppdiwupp von innen hier erstmal alles aufsammeln, wenn ich denn noch Platz habe.
und sehe jetzt halt von innen, was ich hier jeweils wegnehmen muss, kann, darf, sollte, damit ich hier sauber den Durchgang treffe. So, das machen wir nämlich auch mal sauber, dass wir die das alles jeweils bis nach unten schön durchziehen. Und ich stelle gerade fest, ich habe keinen Platz mehr. Möb. Inventar voll. So. So. Das Loch dann da hinten machen wir später noch von außen zu. So. Und jetzt weiß ich aber, dass ich hier auf eine Breite von 3 den Gang durchbauen kann. Oder einen Gang durchbauen kann. So. Der mich später dahin bringt. Alter Schwede. So, platzieren wir hier erstmal eine. Damit wir hier noch aufsammeln können. Zack, 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 zack. Oh, das hilft nichts. Ich muss trotzdem raus und meine Box leer machen. So, hier können wir nämlich dann schon mal das auch mit Erde machen. Und wuppdiwuppdiwupp, da ist meine Kiste. Ziemlich voll. Möb. Da packen wir erstmal ein bisschen was rein. Sandstein in die Schilder sollte ich wieder anbringen. Und zwar geht's hier noch Aquamarina. Ja. Über Pseudopolis. Und hier. Ja, für das Dorf hinten habe ich noch keinen Namen. Der bleibt also erstmal leer. Über Trinitoluol. Ja, TNT. Heißt der eigentlich Trinitrotoluol. Ich habe das jetzt einfach hier ein bisschen verkürzt. Trinitoluol. So nach Trinidad. Ja, ist ja auch karibisch. Warm und so. Passt vielleicht. Das soweit gut. Jawohl, jetzt haben wir hier nämlich wieder Platz im Inventory. Das war ja das eigentliche Ziel. Und jetzt sollten wir den Gang hier durchhämmern können. Nachdem wir uns erstmal noch kurz gestärkt haben. Und hier fürs Volk. Uns hier lang durcharbeiten. Dass wir hier den Zugang haben. Genau, da sind wir schon durch. Sehr schön. Ich setze mir auch dann hier mal eine Fackel hin, damit ich ein bisschen besser sehe, was ich tue oder nicht tue. So, richtig gerade durch. Schnurstracks wie mit der Spitzhacke gezogen. Das heißt, ich komme hier ein Feld früher raus. Okay. So, dann reparieren wir mal ein bisschen. Was wir hier hatten. Zack. Zack. Und zack. So. Zack. ja, so hoch. Ja.
Okay, na gut, hier ist ja viel Stein. Da können die Creeper nicht allzu viel wegsprengen. Das wird uns, glaube ich, noch ein paar Mal überraschen. Upsala. Was haben wir denn da? Bauen wir uns da mal kurz hoch, dass wir ein bisschen sehen können, ob und was da rein muss. Da muss auch ein bisschen was gefüllt werden. Soweit, so gut. Ich möchte die Decke von dem Tunnel hier gar nicht so hoch haben. Möchte aber auch. Hoppala. Obwohl, das ist ja dann auch wieder durchzuziehen. Hier wäre dann wieder. Als Decke dran. Wenn ich hier keine Zwischendecke einziehe. Wozu ich momentan allerdings stark neige. So, hier möchte ich uns nochmal glatten Sandstein. So, hier möchte ich schon auch die Bänderung durchziehen. So, und zack, zack, zack. Genau. Das heißt, das kann man dann noch ein bisschen umgestalten. Denn ich möchte hier auch erstmal wieder schwupp. Das so. Und dann, ich habe doch noch, genau, zwei Stück. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und dann möchte ich. Ach, hat er mir meine Dings weggesprengt, die Werkbank weggesprengt. Gut, nehmen wir die draußen. Das heißt, ich habe, glaube ich, noch in. Oh, ihr seht, wie viele Höhlen es hier noch gibt, ne? Was hier noch alles zu erkunden ist. Zack, 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 machen wir den Weg mal zu Fuß. Ich möchte die Decke nämlich mit Sandstein-Slabs auskleiden und zwischendurch immer Kürbislaternen reinhängen. Und Sandstein-Slabs sollte ich hier noch haben. Zumindest habe ich hier noch jede Menge anderes. Genau, da haben wir noch Sandstein-Slabs. Sandsteinstufen. Nee, aber die Steinzieltreppe nehme ich hier nochmal mit. Und dann werden wir noch welche brauchen. Da werden wir noch mehr brauchen, als ich jetzt dabei habe. Ja, das mit dem höheren Turm sieht von hier aus schon mal besser aus. Dass der halt auch tatsächlich ein bisschen über den Berg da hinausragt. Und oh, hier haben wir noch mehr Stein. Das passt, da kann man dann auch gleich mal welchen nachrösten. Und dann machen wir uns. So, noch ein paar Slabity Slabs. Die haben wir dabei. Erde werden wir brauchen. Ah ja, siehst du, hier können wir nämlich gleich mal mit Erde auffüllen. Sieht das schon mal auch gut aus? Oder besser zumindest. Und dann hübbeli hüpf, hübbeli hüpf, gehen wir hier wieder ans Werk. Nämlich. Oh, das wird doch. Nehmen wir den hier so auskleiden erstmal. So. Und dann. Gib Ruhe, Spinni.
So. Und hier rein kommt dann jeweils eine Kürbislaterne, die mir das Ganze hier hoffentlich ein bisschen ausleuchtet. Ja, und Kürbislaternen brauchen hier immer einen Block, auf den sie raufgesetzt werden. Deswegen machen wir das hier so. Mit dem kleinen Trick. So. Und so. Genau, dann muss hier noch. Du lässt mich aber kurz in Ruhe, Spinine. Ich bin hier gleich fertig, ja, keine Panik. So. Ja, und dann werden wir den hier auch noch so weit mit Stein verkleiden, dass der auch wirklich ding, 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 ne? So gehört sich das. Und als die müssen auch noch weg. Das heißt, da kommt dann nämlich so einer hin und da brauchen wir von der anderen Seite noch einen dagegen. Ja, dann sollte das passen. Hier noch ein Slab von denen hin. Ich baue mir hier unten doch nochmal eine Werkbank hin. Ja, auf die Gefahr hin, dass mir ein Creeper die wieder wegsprengt, aber ja, so. Und Slabs davon. Na, denn so sieht das, denke ich, besser aus, dass man da den Sandstein nicht so vorgucken sieht. Und zack. Ja, dann hätten wir den Gang nämlich auch soweit fertig. Gut, die Seiten kann ich auch noch ausgestalten. Und ja, jetzt geht es mir hier um die Zwischendecke, die ich hier reinziehen will. Da nehme ich mir mal Erde. Weil der, das ist mir so zu hoch, ehrlich gesagt. Ja, und deswegen, zack, wird dann eine Lage Erde daran geklatscht. Beziehungsweise die vorhandene Lage Erde dran gelassen. Ja, kommt schon, zack, zack, zack. Zack, und dann kommt da drunter die eigentliche Decke. Ups, das war ich. Okay. Nicht, dass ich meine Kürbislaterne hier wegschmeiße. Kommen die Grasblöcke, werden wir dann auch noch gleich verwenden. Sieht man ja nicht. So. Ja, und jetzt kann ich. Ja, machen wir es mit Steinziegeln. Da machen wir uns auch noch gleich welche. So. Ach, hier haben wir noch. Gut. Zack. So. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. So. Nämlich auch hier, dann ist das nicht ganz so hoch. Und haha, ich habe ja jetzt Slabs und jo, blöderweise nicht genug. Es ist immer so. Aber das heißt, zusammen mit denen sollte das doch was werden. Dass ich nämlich, genau, hier, hier und hier und da, da und da. Oh, dass wir hier so ein kleines, nettes Vordach haben. Könnt ihr jetzt noch hier wegnehmen, dass man das Vordach auch wirklich so dann richtig symmetrisch durchzieht.
Komm, was weg ist, ist weg. Außerdem sieht man dann hier nochmal schön die, wie heißt das Zeug, Prismarinziegelfront. Ja. So weit, so gut. Komm, Spinni, du gibst mal Ruhe. Für dich ist der Tag gelaufen. Ja, und hier kommt halt auch so ein schöner Ausgang noch hin. Wie genau wir den bauen, na, schauen wir mal. Der sollte jedenfalls bis hier gehen. Haben wir Stein, 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 Stein. Zack und zack. Das heißt, ich kann hier dann noch mal, ja, nehmen wir einfach die Sandsteinslabs, die haben wir da, zack, hinsetzen, dass wir hier runterkommen. Okay, so langsam bekommt das Ganze hier Gestalt. Ja. Das wird, denke ich mal. Was wir hier natürlich noch brauchen, ist ein Weg nach oben. Gerade wenn ich nach hier raus zum Beispiel den Übergang ins Bootshaus baue. Na, das wird noch eine Aktion. Zack, 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 zack. Schauen wir uns das Ganze erstmal noch weiter oben an. Denn hier. Ja, das ist ja ehrlich gesagt noch so ein Ding, das ist meh. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist mir hier zu und dazu und meh. Ja, das ist nicht so. Nicht so. Ihr wisst schon. Deshalb machen wir das mal so. Ja, und jetzt heißt es natürlich hier wieder die Hälfte einreißen. Weil jetzt komme ich mit dem mit dem Gang eigentlich hier lang. Ja. Einfach nur, damit das oben schöner aussieht, reiße ich hier die Hälfte wieder weg. Ja. Das war hier ein bisschen schlecht. Das hier gefällt mir nämlich nicht. Das ist so. So, hier möchte ich dann nämlich hier 2. Und dann könnte ich nämlich das Ganze ein bisschen so. Und dann bin ich nämlich hier schon auf der Linie. Meg. Ja. Das heißt, ich kann das hier so setzen und so setzen. Und schon, finde ich, hat das Ganze eine bessere Anmutung oder Form, wie man es auch nennen mag. Das gefällt mir jedenfalls besser. Ja, ist zwar noch nicht so, aber so, und wenn ich das jetzt nämlich unten auch durchziehen möchte, dann ist da erstmal wieder eine Menge Arbeit angesagt. Weil der ganze Gang muss jetzt eins nach rechts. No. Das heißt, hier lang geklöppelt. Und hier muss man dann später noch eine Steinfassade davor setzen. Das machen wir mal gleich. Ja. Zack, zack. Soweit. Schwubbeliwupp, rubbel die Katz. Ofenkartoffeln gefressen, damit
die Sinne vielleicht wieder klar werden. So. Da wäre hier einer weg. Genau. So. Und das Ganze. Die ganze Konstruktion hier auch. Die Mitte ist dann nämlich da. Ey, das müssen noch zwei sein. Siehst du, da ist er doch. So. Und so. Und dann geht's erstmal hier lang. Der Sandstein klopft sich so leicht weg. So, bum, 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 da kommt Stein rein, da kommt Stein rein. Zack. Das legen wir mal kurz beiseite. So. So, dann jetzt kommt hier wieder... Der ist ja nur einen. Aber habe ich ja hier auch, genau. Und tututututu. Ich glaube, die Kürbislaterne am besten mit der Axt. Ja. So. Und zack, zack. Zack, zack. Jawohl. Und dann brauchen wir wieder Erde. Kürbislaterne. Erde und Kürbislaterne. Ja, das ist... Ja, muss man halt durch, wenn man es richtig haben will. All das... Hey. Ja, einfach nur um den Gang hier um einen Block zu versetzen, aber wat mut. Ja. Gehört sich halt einfach so. Und du kommst auch nochmal an die richtige Stelle. Erstmal schwupp und dann kommst du nämlich zack, dahin. Und ich kann wieder jede Menge Stein verbauen hier. Und nämlich zack, 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 zack. Diese Wand hier wieder ziehen müssen. So. Zack, dann hoch zum Ofen. Da sind inzwischen hoffentlich wieder Steine nachgebrannt. Ansonsten habe ich sicherlich noch irgendwo in einer Truhe welche. Hoppala. Genau, zack. Und dann setzen wir mal gleich den nächsten Schwung an. Schubidubidu. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Ja. Und das Schöne wird sein, ich werde das wieder wegklopfen, ne, um dann hier die Tunnelwände zu verkleiden. Aber... machen wir einfach erstmal, ne? Das gönnen wir uns. So. Also ich brauche halt diese ja, Hilfslinien, wie ich es nenne, beim Bauen. Doch sehr stark, damit ich halt immer auch ein Bild davon habe, wie das eigentlich aussehen soll. Dann später. Ne? So. Oh, und hier müssen dann passenderweise wieder... Dip hin. Ja, ob wir den jetzt auch zwei oder drei durchziehen? Doch, das werden wir mal. So, ja, dann passt das nämlich auch hier wieder. Und das hat doch was. Ich brauche nur den einen und man da sieht nur...
Also mal gucken, uns was einfallen lassen, aber hier kommt erstmal ein bisschen Erde rein. So. Ja, haben wir das? Haben wir das? Und dann schaue ich mir mal an von außen, wie das dann mit dem Bootshaus werden würde. Wenn wir hier rauskommen, dann müssen wir natürlich zack, 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 erstmal runter auf Bodenniveau. Und dann würde das hier hinkommen. Jo, das sieht gut aus. Das mache ich dann aber offscreen. Ja, und zeige euch dann, wie es aussieht. Dann sehen wir uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Atschö. Ich sagte Atschö. Mit Ö. So, war's das jetzt?